Ja, wir haben jetzt die letzte intensive Trainingswoche, das heißt jetzt vor allen Dingen auch nochmal Sparringseinheiten. Gucken wir, dass wir 4 Sparrings eigentlich diese Woche unterbekommen. Dementsprechend ja, voller Fokus jetzt wirklich aufs Boxen. Wir haben 2 Sparringspartner. Tyron ist jetzt ja auch gekommen. Boah. Das heißt, der wird auch auf jeden Fall, ich denke mal, 2-3 Sparringseinheiten mit Jürgen zusammen machen. Und dann haben wir halt noch einen Sparringspartner aus Koblenz dazu bekommen. Gib mal Gas! Wie fühlst du dich noch eine Woche zum Kampf? Ich fühle mich gut. Sehr gut. Freust du dich auf die Sparringswoche? Ich freue mich auf meinen Urlaub. Für danach, muss ich sagen. Und jetzt natürlich noch auf die Vorbereitung. Hat er die Hose voll, jetzt muss er erstmal kacken gehen. Wie viele Runden Sparring macht ihr jetzt? 8. Der Kameramann kriegt auch immer ein bisschen Wasser, die, ne? Naja, Jürgen ist jetzt kurz vor dem Kampf. Ich denke, werde ich schön auf die Rusche kriegen, ein bisschen. Ich mache ja auch noch für ihn. Ey, jetzt kommt ihr. Du kannst Klima oder mir Geld geben und dann boxe ich nur 2 Minuten. Dass er ein paar Kilo mehr wiegt. Das schaue ich schon mal. Ist das fertig? Fang gerade erst an. Ich bin schlafen. Ich bin schon fertig, wirklich. Also ich merke, wir haben ihn jetzt gleich, brechen wir ihn. Mach kassieren noch so viel wie geht jetzt die nächsten 2 Runden und den Rest macht Vasili dann. Es steht 112 zu 3. Gut. Es wird anstrengend für den Fettsack. Hat schon Druck gemacht, der Penner. Ja, ist halt so, wenn der Meister den Schüler besiegt, wa? Schaulin! Ah!
Gut.